Kölner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner live. So, und nach dem angeblich besten Gesundheitsminister aller Zeiten, dem Rudi Anschober, der angeblich beste Innenminister aller Zeiten, willkommen Herbert Kickl bei Kölner live, jetzt als Oppositionschef da. Und morgen nehme ich an, entsprechend geladen, wie ich Herbert Kickl kenne. Denn derzeit läuft ja die Budgetdebatte im Parlament und man hat ja ein bisschen den Eindruck, da veräppelt euch die Regierung ja aufs Schwerste. Naja, ich glaube, man veräppelt nicht nur das Parlament, der Nationalrat, sondern man veräppelt die österreichische Bevölkerung. Und ich halte es ehrlich gesagt für skandalös, wie sich der Finanzminister da aufführt. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es Unvermögen oder ist es blanke ÖVP-Überheblichkeit oder ist es eine Mischung aus beiden? Aber in Wahrheit da etwas, was eigentlich nur mehr für den Altpapiercontainer geeignet ist, dem Parlament zur Beschlussfassung vorzulegen mit dem Namen Parlament. Also das hat es in der Form noch nie gegeben und das lassen wir uns auch nicht gefallen. Und deswegen wird es morgen einen Misstrauensantrag von uns auch gegen den Finanzminister geben. So geht es nicht weiter. Wenn er nicht kann, dann muss es ein anderer machen. Er ist auf jeden Fall dazu verpflichtet, ein ordentliches Budget vorzulegen. Also Misstrauensantrag der FPÖ morgen in dieser letzten der drei Budgetdebatten, wenn ich das richtig verstehe. Ja, die Budgetdebatte geht ja morgen noch weiter. Ja? Mhm. Ja, und wir werden dann, weiß ich nicht, in den frühen Abendstunden zu einer Abstimmung kommen. Und also wir werden bevor im Verlauf der Debatte über das Budget abgestimmt wird, wird über den Finanzminister abgestimmt. Genau, so ist es auch geplant. Ja. Und ich, mein, ich muss ehrlich sagen, ich bin entsetzt. Ja. Also wer gedacht hat, dass mit der Elfriede Lunacek der Tiefpunkt der bisherigen Regierungsarbeit erreicht ist, der ist jetzt eines Besseren belehrt. Das ist eigentlich der Auftritt von Finanzminister Blümel. Ich habe gewusst, dass er Philosophie studiert hat, aber dass er ein Sokratiker ist, nach dem Prinzip lebt, ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist mir neu und eigentlich für einen Finanzminister völlig unangebracht. Um einmal zu sagen, was die Aufregung ist. Der Herr Finanzminister hat euch sein Budget für das Jahr 2020-21 vorgelegt, nicht? Und da steht drinnen seine bisherigen Zahlen, was er also mit den Ressorts verhandelt hat, die Steigerungen bei der Umweltpolitik etc. etc. Aber es steht keine einzige Zahl drinnen, die auf die aktuelle Corona-Krise Bezug nimmt, richtig? In Nuancen lässt sich da drinnen was finden, aber wenn man es zusammenfasst, dann kann man eigentlich sagen, das Budget schaut so aus, als ob es die Corona-Krise und infolge dieser Krise natürlich die größte Wirtschaftskrise, die es in der Zweiten Republik gegeben hat, als ob die nicht stattgefunden hätte. Und die Chuzpe muss man mal besitzen, sich mit einem solchen Zettel oder Backen Altpapier ins Parlament hineinzutrauen und dafür um eine Unterstützung zu werben. Das ist ja absurd. Fahrlässiger geht es nicht mehr. Das muss man jetzt nur mal vergleichen mit dem, was jedem österreichischen Unternehmer abverlangt wird. Der muss ja auch in der jetzigen Situation vorausschauend handeln. Er muss auch Vermutungen anstellen. Er muss Kalkulationen, Einschätzungen vornehmen und auf dieser Basis seine Zukunftsplanung machen. Der Finanzminister stellt sich her und sagt, ich kann das nicht, ja, deswegen mache ich es nicht, verstößt damit nicht nur gegen einfach gesetzliche Bestimmungen, sondern wie wir jetzt durch ein Gutachten, das die SPÖ in Auftrag gegeben hat, wissen, auch gegen geltendes Verfassungsrecht und da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen und deswegen gibt es diesen Misstrauensantrag morgen. In diesem Budget kommt ja noch ein Nulldefizit heraus, nehme ich an. Ja, das ist alles ein Irrsinn. Also, aber ja, es kommt noch ein Nulldefizit. Wir tun so, als ob es diese Krise nicht gegeben hätte. Ja? Ja? Und jetzt muss man nur mal in andere Länder schauen. Also die Deutschen waren durchaus dazu in der Lage, ihre Zahlen entsprechend zu aktualisieren, entsprechende Einschätzungen einzupreisen, zum Beispiel über die Frage, wie hoch wird der Verlust sein durch entfallende Steuereinnahmen etc. etc. Aber sowas vorzulegen... Das ist dann, alles nicht vorgesehen. Auch entfallende Steuereinnahmen sind nicht vorgesehen. Es gibt null Risikoeinschätzungen in den verschiedensten Bereichen. Keine Einschätzung, wie geht es mit der Kurzarbeit weiter. Keine Einschätzung, wie hoch werden die Ausfälle sein durch Steuereinnahmen, die es halt nicht gibt, wenn alles zu ist. Ja? Keine Einschätzung darüber, wie das aussehen wird bei den Haftungen und Garantien, mit wie vielen Ausfällen da zu rechnen ist und so weiter und so weiter. Und da summiert sich eine gigantische Summe auf, ja? Und man tut einfach so, als ob es das Problem nicht gäbe. Und dann geht der Blümel her und sagt, ja, im Herbst wird es dann einen Kassasturz geben. Ja, was heißt im Herbst? Wenn in der Steiermark gewählt worden ist,
wenn in Wien gewählt worden ist, dann will er mit der Wahrheit herausrücken, weil dann kommt natürlich auch die Belastungslawine, die von dieser Regierung losgetreten wird, um hier die Schäden, die sie jetzt selber im weitesten Sinn auch ohne Not verursacht hat, um die zu reparieren. Und jetzt waren Sie in der ersten Budgetsitzung noch durch eine Grippe, glaube ich, verhindert an der Explosion. Na, Grippe, das Wort darf man nicht verwenden. Oder was immer es war, also auf jeden Fall kein Coronavirus, sondern ich glaube eine Magen-Darm-Verstimmung oder irgendwas in der Richtung. Morgen werden Sie explodieren, nehme ich an. Naja, morgen glaube ich, und dann werden wir ja am Freitag auch noch einmal eine spannende Debatte führen, wo es um die Frage geht, wie es im Kulturbereich weitergeht, wo wir ja jetzt eine Nachfolgerin präsentiert bekommen für die Frau Lunacek. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, in der Situation, und nicht nur in der Situation, sondern allgemein, den Posten hätte man sich einsparen können. Das muss der Kogler alleine heben können, da brauche ich keinen Staatssekretär. Und damit das Gleichgewicht wieder hergestellt ist, hätte man auch gleich den schwarzen Staatssekretär, den eh keiner kennt, bei der Frau Gewessler, auch entfernen können. Das wäre eine sinnvolle Einsparung. Aber noch einmal, es wird morgen also einen FPÖ-Misstrauensantrag gegen den Finanzminister geben. Und Ihr Motto ist, Blümel muss weg. Ja, Blümel muss weg, weil Blümel unterbietet die grottenschlechte Performance der Frau Lunacek noch bei Weitem. Und wir reden da nicht von einem Randbereich der Regierungstätigkeit, sondern wir reden da eigentlich vom Herzstück. Ja. Wenn man immer sagt, also, dass das Budget die in Zahlen gegossene Politik ist, dann kann man die ganze Politik dieser Bundesregierung in Wahrheit kübeln. Wenn diesem Zahlenwerk nicht zu entnehmen ist, dass es so etwas wie die größte Arbeitslosigkeit in der Zweiten Republik, die größte Wirtschaftskrise und damit die größten ökonomischen Belastungen gibt. Also das muss man sich erst einmal zutrauen. Das kann man, glaube ich, nur in einem Zustand der absoluten Überheblichkeit, dass man sich mit solchen Zetteln überhaupt ins Parlament traut. Ihr Vorgänger, der Peter Westenthaler, der da draußen sitzt und gleich diskutieren wird, hat mir im Vorgespräch gesagt, wenn ihm das passiert wäre, was Ihnen morgen passieren wird, er wäre aufgestanden und hat gesagt, legt's mich. Ja, im Grunde genommen. Und wäre samt der ganzen FPÖ ausgezogen. Das Ausziehen, glaube ich, wäre vielleicht sogar noch das, was der ÖVP nutzen würde. Dann hätten sie da drinnen niemanden mehr, der ordentlich dagegen hält. Die Freude wollen wir ja nicht machen, sondern wir wollen die ordentliche Konfrontation und wir wollen vor allem der Bevölkerung zeigen, wie man da von Seiten maßgeblicher Stellen der Bundesregierung eigentlich mit ihr umgeht. Die Bevölkerung hat ja ein Recht darauf, deswegen steht es ja drin in der Verfassung, dass es Budgetklarheit, Budgetwahrheit und Budgettransparenz braucht und alle drei Dinge sind nicht erfüllt. Das ist ungeheuerlich, aber was da passiert. Sich ja komplett veräppelt vorkommen. Sie drehen jetzt ja da drei Tage völlig leere Kilometer. Sie diskutieren was von der Wahrheit ungefähr so weit weg ist wie Mistelbach von Los Angeles. Ah ja, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Genau dort sind wir und deswegen glaube ich auch, dass die anderen Oppositionsparteien den Misstrauensantrag unterstützen werden. Schauen wir mal. Nützt aber nichts, weil da müssen die Grünen auch mitstimmen. Es nützt nichts, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein und Sie sehen ja, dass dann irgendwann einmal auch Dinge in Bewegung kommen und glauben Sie mir, das wird weiter abwärts gehen mit der Zustimmung zur Regierung, auch mit den persönlichen Zuspruchswerten für einzelne Handelnde. Was glauben Sie, wenn der Sebastian Kurz irgendwo liest, dass er wieder ein paar Prozentpunkte an Sympathiewerten verliert, der kann ja keine Nacht mehr ruhig schlafen. Also Herr Kickl, so ein Misstrauensantrag bringt mir entweder ein, wenn ein Pfad ist oder wenn man die Regierung stürzen will. Glauben Sie allen Ernstes, dass Sie die Regierung vielleicht noch in diesem Jahr aufgrund dieser doch immer dramatischer werdenden Wirtschaftssituation stürzen können? Also ich glaube, eines ist sicher, das dicke Ende steht uns noch bevor. Und ich denke, dass Sebastian Kurz und seine Truppe und seine Ministranten da in Türkis den Höhepunkt der Popularität bereits überschritten haben. Und das wird noch sehr, sehr spannend werden, wenn die Leute dann mit einer zeitlichen Verzögerung auch im Rückblick realisieren, wie viel unnotwendiges Leid, wie viel unnotwendige Zerstörung auch im wirtschaftlichen Bereich diese Regierung angerichtet hat, nur weil man nicht bereit war, ein Gleis, auf das man sich einmal gestellt hat, dann auch wieder zu verlassen, wenn man sieht, dass die Dinge auch ganz anders zu machen sind. Das ist politische Sturheit, das ist Abgehobenheit, das ist Überheblichkeit und das ist in der Politik noch nie gut ausgegangen. Was ist denn Ihr Vorwurf? Ist Ihr Vorwurf, dass die ganze Lockdown- und Corona-Politik dieser Regierung falsch war, grundsätzlich falsch war, weil man auf die falschen Berater und Experten gehört hat? Oder ist Ihr Vorwurf, dass der Lockdown zu lange angehalten wurde und viel früher
aufgelöst und gelockert hätte werden müssen? Zunächst einmal hätte man früher, als es die ersten Warnsignale gegeben hat, schon entschlossener handeln müssen. Wir haben das ja verlangt, und weil die österreichische Regierung immer sagt, man war so hervorragend vorbereitet, das ist ein Blödsinn. In Island zum Beispiel hat man mit Testungen begonnen, schon Ende Jänner, da hat es noch keinen einzigen Corona-Fall gegeben. Das ist einmal der erste Fehler, der passiert ist. Der zweite, und der ist aus meiner Sicht unverzeihlich, ist, dass man sich ganz bewusst für eine Strategie entschieden hat, wo man die eigene Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Ja? Also man ist nicht hergegangen und hat gesagt, wir kriegen das unter Kontrolle, weil die Parameter, die wir messen, zeigen, dass die Bedrohung für uns gut kontrollierbar und steuerbar ist, sondern man hat den Albtraum von 100.000 Toten an die Wand gemalt. Man hat den Vergleich mit Italien strapaziert, wohl wissend, dass, nur um ein Beispiel zu nennen, dass Italien etwa 60 Millionen Einwohner hat und 5.100 Intensivbetten. Wir haben knapp 9 Millionen Einwohner und zwischen 2.500 und 3.000 Intensivbetten. Das heißt, alleine von daher stimmen die ganzen Relationen nicht. Und da kommen viele Komponenten dazu, die zeigen, Italien ist das schlechteste Beispiel, um zu vergleichen, weil die sind sowieso immer quasi an der Maximalbelastung schon ihrer Intensivkapazitäten etc. etc. Aber das hat man alles benutzt, um die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Aber das hat es gebraucht, weil sonst gibt es keinen Erlöser kurz. Und jetzt kommt man von dieser Nummer nicht mehr runter. Und das ist das große Problem. Und jetzt verlängert man den Schaden hinten hinaus, weil man wieder zögerlich und stümperhaft öffnet. Ja, also dieser ganze Wahnsinn an Verordnung auf Verordnung und an Absurditäten ist das ja alles nicht zu überbieten. Gleichzeitig versagt das Hilfssystem. Da reden Sie immer von 38 Milliarden, die da in Bewegung gesetzt werden. Den Großteil müssen Sie die Leute selber finanzieren mit irgendwelchen Krediten, die Sie zahlen müssen, mit Steuerstundungen, die ja irgendwann einmal fällig gestellt werden. Das heißt, da zahlen Sie die Leute den Schaden selber, den die Regierung verursacht hat. Und vom Rest, vom Geld, das wirklich fließt, sind bis jetzt läppische 470 Millionen Euro geflossen. Das ist der Stand vor ein paar Tagen. Da redet man von 38 Milliarden. Das ist eine einzige, entschuldigen Sie, dass ich das so deutlich formuliere, Verarschung der österreichischen Bevölkerung. Und das werden die Leute, wenn man den Herbst erreicht, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, mehr und mehr registrieren. Und dort, wo die Zuneigung eine besonders große ist, dort wird dann manchmal auch die Abneigung und der Hass ein besonders großer werden. Und der Sebastian Kurz und seine Truppe, die werden das zu spüren bekommen. Was glauben Sie denn? Wird die österreichische Wirtschaft im Herbst gegen die Wand fahren? Droht uns wirklich eine existenzielle Wirtschaftskrise? Oder werden wir im Herbst wieder auf Normalbetrieb kommen? Also wenn Sie sich das anschauen, was namhafte Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, die sind ja, der nächste Fehler übrigens beim Budget, die sind ja bis in den Dezember des letzten Jahres ausgegangen von einem Wachstum von 1,2%. Auf diesen Zahlen ist das ganze Budget aufgebaut, das der Herr Blümel da ins Parlament getragen hat. Ja. Und jetzt geht man davon aus, dass es ein Minus werden wird zwischen 5 und 7,5%. Ja. Dass das keine Krise ist, die auf Europa begrenzt ist, sondern das ist ein weltweites Problem, mit dem wir es zu tun haben. Dass neben der Welle der Kurzarbeit eine zweite Arbeitslosenwelle droht, eine Pleitewelle, die größer ist als die bei der Finanzkrise, dann heißt das wirklich, es kommen dunkle Zeiten auf uns zu. Und ich sehe kein patentes Gegenrezept der Regierung, weil es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Und die heißt zurück zur echten Normalität so schnell wie möglich. Lasst die Leute arbeiten, ja. Beseitigt diese unsinnigen Regelungen mit Masken, an Meter Abstand und lauter Dinge, die eigentlich viel mehr den Anschein einer Pflanzerei haben, als dass sie irgendeinen wirklichen gesundheitlichen Schutz bieten im jetzigen Zustand. Dann können die Leute selbst ihr Geld verdienen, ja, sind nicht Bittsteller, weil diese ganze Almosenbürokratie kommt sowieso nicht hinten nach mit dem Verteilen. Und gleichzeitig braucht es Investitionen, das muss man auch noch wissen. Nicht? Also wir haben ja den Vorschlag gemacht, mit diesem 1.000-Euro-Gutschein einzulösen bei jedem österreichischen Unternehmen bis zum Ende des Jahres. Der gilt nach wie vor, der Vorschlag. Ja, wir werden nicht müde. Jeder österreichische Steuerzahler. Jeder österreichische Staatsbürger, nicht? Jeder Steuerzahler vom Baby bis zum Kreis. Auch ein Baby soll einen 1.000 Euro Gutschein. Ja, das werden dann die Eltern für dieses Baby verbrauchen. Aber alle sollen einen 1.000 Euro Gutschein. Genau. Kost, wenn ich österreichische Staatsbürger nehme, 7,4 Milliarden. Den können Sie dann in kleinen Portionen, also wahrscheinlich nicht ein Tausender, sondern viele 50er. 10 Euro Einheiten. Gut,
den kann er sich zusammenstückeln und dann genau. beim Fachhändler, beim Sportgeschäft oder auch in der Gastronomie ausgeben. Ganz oder egal wo. Nur nicht, nicht im Internet, nur nicht im Ausland, deswegen dieses Gutscheinmodell. Ja? Verstehe. Und damit setze ich 7,4 Milliarden Euro frei in einem kurzen Zeitraum bis zum Ende des Jahres. Und das ist der nötige Wirtschaftsimpuls. Ich glaube, es war das wäre Ihr Vorschlag. Ja, das würden Sie machen. Ich glaube, ich habe ja. Per Scheck zu jedem nach Hause. Jeder kriegt das mit so der Post. So wie das der Ludwig macht. Jeder kriegt das mit der Post. Das ist ja gut finden, was der macht für die Gastro. Es ist nur zu bescheiden. 50 Euro, ja, immerhin. Das ist ein bisschen zu wenig. Hm. Da braucht es mehr. Aber vom Ansatz her genau das Gleiche. Da lebt die regionale Wirtschaft. Da kann niemand was dagegen haben. Das Geld geht nicht ins Ausland. Ja. Und wenn jemand glaubt, er muss diesen Gutschein nicht verbrauchen, dann ist auch kein Schaden passiert. Ja, natürlich. Ja. Ja. Dann wandert er in den Papierkorb, ne? Genau so ist es. Und genau. ich verstehe nicht, warum die Regierung das nicht will, aber gleichzeitig verhandelt man auf europäischer Ebene über großzügige das Geschenke. Das wollte ich Sie gerade zum Schluss dieses ersten Einstiegs in Form von Zuschüssen. Nicht? Was ist ein Zuschuss? Ja, ein Zuschuss ist ein Geldgeschenk. Ja, aber da müssten Sie auf der Seite vom Kanzler Kurz sein, weil der sagt ja genau, dass er das nicht will. Ja, ja? Das bin also ich in diesem Frau Fall Merkel auch. Merkel will ja die 750 Milliarden verschenken im weitesten Sinn, also als Unterstützung herschenken. Ja. Kurz sagt, kommt nicht in Frage als Kredit. Finden Sie es gut, wenn es ein Kredit wäre? Ja, das finde ich als einzig mögliche Lösung in diesem Fall. Ja, da stärkt man ihm auch den Rücken, dem Kurz. Und ich habe heute auch eine Garantieerklärung von ihm verlangt, dass er uns hier nicht umfällt, weil der Kurz hat zwei Probleme. Er bewegt sich in einem europäischen Parteienverbund mit seinen Parteifreunden, die das genaue Gegenteil forcieren. Und er hat einen Koalitionspartner, dem diese 750 Milliarden auch noch viel zu wenig sind. Und da werden wir ihn beim Wort nehmen und da möchte ich eine öffentliche Garantieerklärung von Sebastian Kurz haben, dass selbst wenn er der Einzige dort ist am Ende des Tages bei diesen Verhandlungen, dass er für Österreich das Veto dort einlegt, dass wir bei diesem Unsinn nicht mit dabei sind. Und als Kredit werden Ihnen die 750 Milliarden aber recht. Ja, es ist die einzige Möglichkeit, aber nicht in Form von Gemeinschaftsschulden. Ja, die nein, dann aber die gesamte, als Kredit würden Sie ja, es aber, akzeptieren. Ja, aber da sollen dann die Italiener sollen sich ihren eigenen Kredit aufnehmen und die Spanier sollen ihren also eigenen Kredit aufnehmen. Also kein gemeinsamer Kredit. Keine gemeinsamen Schulden. Und das ist auch der Punkt, der mich von Sebastian Kurz unterscheidet. Insgesamt. Es muss uns klar sein, dass alle Probleme, die da jetzt auftauchen mit diesem Querfinanzieren innerhalb der Europäischen Union, nur wieder das Grundproblem des Euro an die Oberfläche spülen. Und das ist einfach eine Währung für völlig unterschiedliche Volkswirtschaften, völlig unterschiedlich in ihrer Leistungsfähigkeit. Das kann man immer eine Zeit lang überdecken und kaum kommt irgendwo eine Problematik daher, haben wir auch wieder die Euro-Problematik. Und ich glaube, man wird da mal offen drüber reden müssen, ob man nicht Staaten wie den Italienern oder den Spaniern oder anderen auch die Möglichkeit eröffnet, in ihrem eigenen Interesse diese Währungszone zu verlassen. Ja, das hat ja Ihr Ex-Parteifreund Strache schon vor 2 Jahren gefordert. Ich nehme an, Sie haben es ihm damals aufgeschrieben. Ja, nicht? Das haben ja gescheitere gut. Leute, als wir ja. beide sind, erfunden. Ne? Gut, letzte Frage vor der Werbepause, Herr Kickl. Ihr ehemaliger blauer Glaubensbruder, ja, besonders schräger Glaubensbruder, den Sie hatten, Stefan Betzner, hat ja gestern und heute in Fellner live sehr wortstark gefordert, dass die Chinesen diesen Schaden zahlen sollen. Dass man die Chinesen also per Volksgerichtshof eigentlich zur Wiedergutmachung des Schadens auffordern soll. Eine gute Idee oder eine Schnapsidee? Ich glaube, er hat eine sehr bildliche Ausdrucksweise dafür auch gewählt und das kann er, der Stefan Betzner, das Kompliment muss ich ihm lassen. Also er weiß, wie man einen Saga produziert. Genau, und aber, dann auf Twitter durch Sonne und Mond geschossen wird. Gut. Aber wenn man da, ja, Dancing Stars sind vorbei, also irgendein Beschuss braucht er offenbar. Genau, ja. Aber eines ist schon klar, wenn man nach vorne schaut und alle Bemühungen in eine Richtung gehen, dass man sagt, wir wollen so etwas für die Zukunft verhindern. Ja, dann muss man auch eine Ursachenforschung betreiben, woher kommt es und was ist das eigentlich für ein Virus. Und da ist halt eines auffällig, dass wir jetzt zum dritten Mal seit dem Jahr 2000 mit einer Situation konfrontiert sind, wo eine Pandemie ihren Ausgang in China nimmt. Ja. Und ich glaube, da sollte man vielleicht einmal ein bisschen genauer hinschauen und dann sollte man noch genauer hinschauen, wenn man dann erleben muss, dass möglicherweise gerade die Chinesen, von denen das Ganze ausgeht, dann diejenigen sind, die dann am Ende auch noch die Gewinner sind, weil sie dann billig auf Einkaufstour gehen. Sollen die Chinesen das zahlen, zum Beispiel durch einen Strafzoll?
Also ich denke, dass das durchaus sinnvoll ist. Wir dürfen ja die Chinesen, man darf ja nicht einen Permakniefall vor den Chinesen betreiben, so wie das der Sebastian Kurz dafür getan hat, dass in Wien ein paar Masken gelandet sind mit einem Flugzeug, die für Südtirol bestimmt waren. Der Großteil war ohnehin nicht funktionstüchtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Chinesen eine kommunistische Diktatur sind. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das in Vergessenheit gerät. Man ist ja sonst immer sehr genau, wenn es um die Frage der Demokratie und der demokratischen Werte geht. Also auch Sie sind der Meinung, eigentlich sollte man die Chinesen zur Kasse bitten. Spannende erste Runde mit Herbert Kickl. Kurze Werbepause und dann reden wir über die Lockerungen. Soll eine VDP-Verordnung kommen, dass die Sperrstunde auf 0.20 Uhr verlängert wird? Und wie schaut es generell aus? Sollen die Masken fallen? Sollen die Grenzen geöffnet werden? Herbert Kickl gleich dazu bei Fellner Live. Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, spannender Mittwochabend mit Herbert Kickl am Vorabend des Parlamentstages, an dem eigentlich das Budget beschlossen werden soll. Aber Herbert Kickl hat uns gerade gesagt, vorher soll über den Finanzminister abgestimmt werden. Misstrauensantrag der FPÖ morgen im Parlament gegen Finanzminister Blümel. Das ist schon eine kleine Bombe. Hat es, glaube ich, noch nicht oft gegeben am Tag einer Budgetabstimmung, nicht? Ein Misstrauensantrag gegen den Ist, glaube ich, eine Premiere, aber da hat es vieles noch nicht gegeben. Vor allem nicht diese Frechheit von einem Finanzminister dem Parlament gegenüber. Es wird ja in den nächsten Tagen sehr heftig über Lockerungen der diversen Corona-Verordnungen besprochen werden. Rudi Anschober war ja gerade bei uns. Er hat gesagt, er wird jetzt in den nächsten Tagen sehr intensiv darüber nachdenken, welche Verordnungen er wie lockern kann. Hochzeiten werden erlaubt werden mit bis zu 100 Personen. Publikum bei Fußball-Bundesliga-Spielen soll in einer ganz reduzierten Form wieder erlaubt werden. Die Maskenpflicht soll eher noch bleiben. Was ist denn Ihre Meinung? Da gibt es zunächst natürlich einmal die VDP-Verordnung, die Van der Bellen-Verordnung. Nämlich eigentlich ist eine Sperrstunde da mit 23 Uhr, an die hält sich aber zusehends keiner mehr, weil er sagt, ist eh wurscht, das Virus ist nach 23 Uhr nicht gefährlicher als vorher. Wir machen weiter über 0 Uhr hinaus und man verplaudert sich, wie der Herr Bundespräsident so schön gesagt hat. Ja, also mir zeigt ja dieses Beispiel, wenn ich mit dem Bundespräsidenten beginnen darf, zeigt mir ja diese unglaubliche Doppelmoral, mit der hier vorgegangen wird. Also das, was man der Bevölkerung verbietet, wo man eine Propagandatrommel rührt, wie es das auch in der Vergangenheit in der Republik noch nie gegeben hat, um die Leute dazu zu bringen, inklusive Angstmacherei, Dinge einzuhalten, die teilweise eigentlich völlig willkürlich und an den Horn herbeigezogen sind. Das gilt dann für die höchsten politischen Ebenen nicht. Und da ist der Bundespräsident ein solcher Fall mit seinem sich verhocken, ja, aber da ist auch der Bundeskanzler ein solcher Fall mit seiner politischen Wallfahrt da im kleinen Walsertal, wo er, und da hat Gerald Groß, glaube ich, das schöne Wort geprägt, wie eine Berührungsreliquie, das Bad in der Menge dort auch gesucht hat. Da ist aber auch der Herr Kogler, der Herr Vizekanzler, ein solcher Fall. Nachdem er im Parlament noch für die Masken spricht, geht er dann einkaufen, war ja nur ein Snack, natürlich ohne Maske. Und das zeigt, man hält sich selber nicht an das, was man von den anderen verlangt. Das ist eine unglaubliche Doppelmoral. Mhm. Und ich möchte gar nicht wissen, was los wäre, wenn das freiheitliche Politiker gemacht hätten. Der Bundespräsident hat sich entschuldigt, verplaudert. Herr Fellner, das ist etwas, was mich so ärgert. Entschuldigen. Was heißt, ich kann mich entschuldigen, ich kann um Entschuldigung bitten. Das kann ich machen. Ja? Ja. Ob die Bitte dann angenommen wird, das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Aber ich würde mir jetzt einmal erwarten, dass auch alle anderen, die eine Strafe gezahlt haben oder die eine Anzeige kassiert haben, weil sie sowas machen, in den gleichen Bonus kommen und einfach sagen können, es tut mir leid, ich habe die Zeit übersehen, ich habe einfach nicht aufgepasst, ich war nicht ganz bei der Sache und damit ist die Strafe hinfällig. Das wäre konsequent. Das müsste man also jetzt eigentlich in Form einer Generalamnestie erledigen. Der Bundespräsident hat auf jeden Fall jede Glaubwürdigkeit verloren, wenn es darum geht, da irgendwo noch einmal das Einhalten von Gesetzen oder Verordnungen zu verlangen. Das ist ja absurd. Dabei müsste das ja eigentlich eine lässliche Sünde sein, weil Sie selber ja vehement fordern, dass diese Sperrstunde aufgehoben wird. Sie halten die ja für einen ausgekochten Schwachsinn. Aber das ist ja etwas anderes, ob derjenige, der an der Spitze des Staates steht, der Staatsoberhaupt, das,
diese ganzen Gesetze da, die da jetzt im Eilverfahren durch das Parlament gewuchtet wurden, mit allen problematischen Details, warum wir da auch dagegen gewesen sind, aber der das alles beurkundet und dann besonders genau darauf schaut, dass das auch alles eingehalten wird, wenn der glaubt, dass er sich nicht daran halten muss. Na, wenn er das nicht will, dann soll er den Bundespräsidenten zurücklegen. Ja? So einfach ist es. Es gibt einfach bestimmte Positionen, wo das nicht geht. Und was ganz was anderes ist meine Einschätzung von diesen Dingen. Ich meine, natürlich ist das vollkommene Willkür. Reden wir mal über die Lockerungen. Was muss alles kommen? Ja, also ich muss in der Gastronomie kommen? Also ich glaube, wir können diesen ganzen Maskenfirlefanz, das können wir wirklich vergessen, weil das ist absurd. Wenn Sie nur dieses Beispiel, den aktuellen Stand haben, wenn 4 Leute, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, mit dem Auto ins Wirtshaus fahren, da müssten Sie im Auto einen Meter Abstand halten und die Maske tragen. Dann können Sie aussteigen, dann brauchen Sie die Maske nicht, dann gehen Sie beim Wirtshaus rein, dann brauchen Sie die Maske wieder, dann sitzen Sie am Tisch, da brauchen Sie dann den Meter Abstand nicht und die Maske auch nicht und dann gehen Sie auf die Toilette, dann brauchen Sie die Maske wieder. Das ist ein Beispiel, wie hirnrissig das Ganze ist. Und wenn jemand zweifelsfrei belegen könnte, dass das Maskentragen irgendeinen wirklich nachweisbaren medizinischen Nutzen hat für diesen Bereich, ich rede nicht vom medizinischen Bereich, ich rede nicht von den besonders gefährdeten Gruppen, sondern für den Alltagsbedarf, dann könnte man ja drüber reden. Aber das ist nicht der Fall. Also Sie sagen Masken weg. Masken weg, ja. Komplett. Ja, sofort. Ja, wir brauchen das nicht und auf der frischen Luft schon überhaupt nicht. Auch das in der Wiener U-Bahn. Das ist doch, ja, das macht keinen Sinn und ich sage, das ist nicht fahrlässig, das zu verlangen, sondern wir wissen ja jetzt in der Zwischenzeit durch die genaue Dokumentation der Fälle, die es gegeben hat, der Ausbreitungsverläufe, dass in keinem einzigen Fall ein Massenverkehrsmittel quasi ein Hotspot für die Infektionsentwicklung gewesen ist. Und Herr Fellner, Sie können sich erinnern an die Tage unmittelbar vor dem Lockdown, als das angekündigt wurde. Was ist dort passiert? Da sind die Supermärkte in Österreich überrannt worden. Alle haben sich vor den Toilettpapierregalen getroffen. Ja? Und die nicht im Supermarkt waren, die waren vielleicht auf der Bank oder auf der Post, um dringende Dinge zu erledigen. Das heißt, da war ganz Österreich komprimiert an ganz wenigen Orten. Und kein einziges Postamt und kein einziger Supermarkt und keine einzige Bank ist irgendwo geschlossen worden oder unter Quarantäne gestellt worden oder sonst was, weil sich dort das Virus explosionsartig von dort verbreitet hätte. Da hat es keine Desinfektionsmittel noch gegeben bei den Wagerl, da hat es keine Maskenpflicht gegeben und da hat es keine Abstandsregeln gegeben. Und ich muss diese Dinge ja zur Kenntnis nehmen und kann nicht so tun, wie es die Regierung macht, als ob das alles keine Fakten wären, nur weil es nicht in die Horrorgeschichte samt draufgesetztem Erlösertum passt. Also Masken weg. Gastro, alle Verbote weg, diese Sperrstunden, diese Sperrstundenregelung ist absurd. Sie haben es ja selber gesagt. Ja? Ja. Ich weiß auch nicht, was der Unterschied ist, ob das Virus jetzt im Stehen ansteckender ist bei der Theke als im Sitzen zum Beispiel. Ja. Ja? Und wenn man die Leute dann zur Eigenverantwortung ermutigt und sagt, man muss ja nicht aufeinander draufkleben, ja? wenn man es jetzt mit Fremden zu tun hat. Ein bisschen zu schauen, sich die Hände halt auch regelmäßig zu waschen und am anderen nicht ins Gesicht zu husten. Und ich glaube, das ist bei den Menschen durch. Das ist gut angekommen. Dann habe ich eigentlich den Großteil schon erreicht. Und das ist sinnvoller als das Herumfudeln mit der Maske. Und da werden Sie ja keinen sehen, der sich jedes Mal vorher die Hände wascht und danach, wie es notwendig wäre. Und Grenzen öffnen? Ja, das glaube ich ist auch notwendig. Auch nach Italien? Ja, auch nach Italien. Ja, würden weil ich Sie jetzt fahren mit der Frau Rindy Wagner gemeinsam nach Jesolo? Dann fahre ich in die italienischen Berge. Ja, also ja. Erstens Südtirol, ja. Ja, sind Sie ja, glaube ich, sehr gerne. Ja. Dolomiten ist immer eine Reise wert. Ja. Aber auch hier geht es um die Eigenverantwortung der Menschen. Und ich würde die Grenzen dahingehend kontrollieren, dass ich die illegale Migration zu unterbinden versuche. Und da kann man viel strenger kontrollieren. Es hat jetzt diese Entwicklung eines gezeigt. Wenn man politisch etwas will, dann geht das auch. Auch auf Ebene der Europäischen Union. Und diesen Willen und diese Durchsetzungskraft, die man da jetzt an den Tag gelegt hat, wo über Nacht plötzlich die Grenzen kontrolliert, und das hätte ich gern im Bereich der illegalen Migration, die hat nämlich nicht aufgehört, sondern da werden nach wie vor Leute aufgegriffen. Die setzt man dann im Übrigen, ohne sie auch eine Stunde in Quarantäne zu nehmen, wenn jemand im Burgenland zum Beispiel aufgegriffen wird, in den Zug nach Dreiskirchen oder in den Zug nach Salzburg.
haarsträubend, was da passiert. Und schickt sie dann ins Postzentrum als Leiharbeiter. Übrigens das Nächste. Das gehört ja politisch auch dem Herrn Blümel. Das muss man sich mal vorstellen. Lauter Scheinselbstständige, ein Unternehmen, das mehrheitlich im Besitz der Republik ist, die Österreichische Post, beschäftigt nicht anerkannte Asylanten, ja, die eine Arbeitsgenehmigung haben, sondern Asylwerber. Ja. Asylwerber. Die sind alles Selbstständige. Haben Sie das gewusst, dass es dieses Schlupfloch gibt? Dass die Selbstständige tätig sein dürfen. Ja. Das haben Sie gewusst. Ja, aber ich bin ja gegen jede Form der Erwerbstätigkeit. Warum haben Sie es nicht dort reden? Ja, das ist eine Sache der Arbeitsministerin, muss man sagen. Aber ich habe versucht, dort anzusetzen, wo ich ansetzen konnte. Ja. So, auf jeden Fall sind das lauter Scheinselbstständige, weil die nur einen Auftraggeber haben, das ist die Österreichische Post. Und das von einem Unternehmen, das im Staatsbesitz ist. Also alleine dafür müsste eigentlich der Herr Blümel seinen Hut nehmen. Das haben Sie aber nicht gewusst, dass die Post ihre Asylwerber illegal als Scheinselbstständige beschäftigt. Nein, das haben Sie als Innenminister nicht gewusst. Nein, das habe ich nicht gewusst. Aber ich weiß nicht, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ich finde das ja, ich finde das einen Wahnsinn, dass sich die Österreichische Post das nicht leisten kann, Leute ordentlich anzustellen. Ja, das kann ja nicht sein. Ja, und dafür aber dicke Dividenden ausschüttet und Gehälter bezahlt im Managementbereich, dass die Sau graust. Sie haben jetzt eine Petition laufen, Corona-Wahnsinn. Ja? Wie viele Leute haben schon unterschrieben? Also ich habe heute noch nicht drauf geschaut, aber ich glaube, wir nähern uns jetzt den 60.000 und das ist gut. Mhm. Wir bleiben drauf und der Corona-Wahnsinn nimmt ja täglich eine neue Gestalt an, nicht? Also auch mit diesen sogenannten Lockerungsverordnungen, das sind die nächsten Wahnsinnigkeiten. Früher war es so, ich glaube, da durften mehr Leute beim Begräbnis sein als bei der Hochzeit. Jetzt ist beides gleich. Ich weiß nicht, was dann als Nächstes kommt. Dann gibt es so abstruse Verordnungen in der Lockerungsverordnung jetzt, was Beförderungsmittel betrifft. Man muss in der U-Bahn eine Maske tragen und einen Meter Abstand halten oder in der Seilbahn, weil die braucht man ja jetzt, nicht? Wenn man den Tourismus wieder ankurbeln will. Außer es geht nicht anders. Na, was heißt das jetzt? Was heißt, es geht nicht anders? Muss ich auf die nächste warten oder nicht? Und das sind lauter Dinge. Also es ist für Sie ein Corona-Wahnsinn. Das ist ein totaler Wahnsinn, nur weil man nicht den Mut hat zu sagen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir haben uns fundamental getäuscht in der Einschätzung der Dimension dieser ganzen Corona-Sache. Und jetzt sorgen wir dafür, dass ihr wieder eurer Erwerbstätigkeit nachgehen könnt. Das Ganze ohne Einschränkungen, mit einer smarten Distanz, mit einem Appell an die Eigenverantwortung. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir waren der Meinung, es kommt viel, viel schlimmer. Jetzt sehen wir ein, es ist nicht so, unser Gesundheitssystem war nie an der Kippe und wird auch in Zukunft nicht an der Kippe sein, weil jetzt viele schon von einer zweiten Welle reden. Das ist auch ein Blödsinn, dass man da glaubt, das Intensivsystem wird zusammenbrechen, das wird es nicht geben. Und deswegen jetzt, heute und nicht erst morgen, zurück zur normalen Normalität, das ist das Einzige, wo man die Wirtschaft wieder in Schwung bringt. Sie sehen ja jetzt schon, die Gastronomen und die Hoteliers, die gar nicht wissen, wie sie planen und kalkulieren sollen. Das kennt sich ja kein Mensch aus. Ja? Das ist ein Desaster. Ein Desaster. So, also morgen Budgetbeschluss, Freitag dann die neue Kulturstaatssekretärin im Parlament, der Sie ja, nehme ich an, nicht mit extrem viel Sympathie gegenübertreten, oder? Ich sage, die Regierung, die da hergeht und seine gönnerhafte Aktion da von irgendwelchen Spenden, da von einem Gehalt der Minister der Öffentlichkeit verkaufen wollte, hätte besser daran getan zu sagen, wisst ihr was, wir streichen diese zwei Staatssekretäre, den einen, den Namen kennt man noch nicht einmal von dem, der bei der Frau Gewessler unterwegs ist, der war nur im kleinen Walsertal mit im Reisetrost des Bundeskanzlers. Und das Zweite ist bitte im Kulturbereich, also das kann der Kogler auch noch selber schupfen, diese Sache. Das also, hätte man einsparen können. Ansonsten sehe ich nur eines, dass die Grünen kein Personal mehr haben, jetzt hiefen's Rote in die Regierung. Nicht? Weil die Dame gehört ja eigentlich der SPÖ und jetzt näht man sich die SPÖ durch die Hintertür noch ein. Die Dame gilt ja eigentlich als sehr kompetent und unbestritten ist ja, dass man die Kultur jetzt wieder hochfahren muss. Ja, aber weil das so kann es ja nicht weitergehen, aber oder? Aber das ist ja auch das Nächste, Herr Fellner. Erklären Sie mir mal, warum auf der frischen Luft jetzt eine zahlenmäßige Beschränkung von Zusehern mit 100 Leuten ist, wenn ich einen Abstand einhalten kann. Wozu soll das gut sein? Jetzt sind es 100, dann sind es 250, dann sind es 500. Das kann man doch alles in einem Aufwaschen machen. Sie das würden geht gleich ja alles ohne Limit gehen, wir, so wie es früher war. Mit einem Abstand.
mit einem Abstand. Und ich kann in geschlossenen Gebäuden, in einem Theatersaal oder in einem Kinosaal, kann man ja von mir aus auch noch einen freilassen. Und wenn jemand sich sicherer fühlt, dann kann ja jemand eine Maske tragen. Freiwillig, warum nicht? Gut. Ich würde nur den Zwang nicht machen. Letzte Frage. Nächste Woche ist ja dann noch einmal Großkampfzeit im Parlament. Da geht es in den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wir wissen seit heute, es gibt das Video. Ja? Fordern Sie eigentlich, dass das Video vom BKA an den U-Ausschuss übergeben wird? Wollen Sie dieses Video sehen? Ja, ich habe das heute gefordert, dass das dringend notwendig ist. Also eigentlich müsste der erste Tag des Untersuchungsausschusses eine Filmvorführung sein für die Mitglieder des U-Ausschusses. Warum? Weil man hat ja jetzt die Zeugenliste so aufgestellt, dass der Erste, der dort aussagen sollte, der Herr Klenk vom Falter ist. Und das deshalb, weil der Herr Klenk nach eigenen Angaben jemand ist, der das gesamte Video gesehen hat. Na, da brauche ich doch niemand, der mir irgendetwas über ein Beweismittel erzählt, wo stimmen kann oder auch nicht, sondern da nehme ich doch gleich das Beweismittel her. Und so müsste das Ganze eigentlich die beginnen. Die Frage ist nur, Sie wissen das ja, weil Sie Innenminister waren, muss das BKA das hergeben, wenn das Parlament das will? Also für mich ist das, fällt das unter die Kategorie Beweismittel. Ja? Mhm. Das müsste normalerweise dem U-Ausschuss ausgehändigt werden. Es kann schon sein, dass es andere Rechtsansichten gibt, aber ich glaube, man kann das auch mit einem entsprechenden Geheimhaltungsschutz belegen. Das, ja stehen ja dann Strafen drauf. Also glaube ich, da lässt sich dann schon auch ein entsprechender Modus finden. Also Sie wollen das Video unbedingt sehen, warum eigentlich? Naja, weil es ein Beweismittel ist im Zusammenhang mit diesem gesamten Untersuchungsausschuss. Und stellen Sie sich jetzt einmal vor, man tut das nicht und dann fängt man an, Leute zu befragen und was weiß ich was, und der U-Ausschuss nimmt seinen Lauf und dann irgendwann einmal kriegt man das Video zu sehen und dann kommt man drauf, dass das nicht zusammenstimmt mit dem, was man dort vorher irgendwo schon besprochen hat. Also da sollte man dann einmal zur Quelle gehen. Aber ein Aspekt, der ist mir heute ein bisschen zu kurz gekommen, bei der ganzen Geschichte mit dem Video, die Frage, warum das ausgerechnet jetzt auftaucht. Und das macht mich schon wieder stutzig. Hm? Warum? Es war ja, Anführungszeichen, Ihr früheres BKA. Ja, ja, aber ja, das Interessante ist, die ganze Republik hat sich ja schon gefragt, wie gibt's das? Nicht? Man kennt alle Hintermänner, quasi, da, die, seit langem, die sind alle irgendwo einvernommen und sonst was. Dann gibt es Journalisten, die das ganze Video schon gesehen haben. Dann gibt es angeblich sogar Kaufangebote, wo Leute das angeboten haben, dieses Video. Da denkt man sich doch auch als ehemaliger Innenminister, das ist doch die Stunde für verdeckte Ermittler, die dorthin gehen und sagen, jawohl, ich will das haben, und bei der Übergabe klicken die Handschellen. Und das macht mir ein bisschen stutzig, zumal es ja auch schon Medienberichte gegeben hat, dass das Bundeskriminalamt schon im Jahr 2018 Kenntnis von dem Video gehabt haben soll. Möglicherweise haben sie es vielleicht sogar schon gehabt. Ja? Mhm. Was weiß man denn? Ja? Und das wird auch noch spannend werden im Untersuchungsausschuss. Und dass das jetzt auftaucht, jetzt, ein paar Tage, bevor es losgeht, also das ist schon ein seltsamer Zufall. Und ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass manchen es nicht recht gewesen ist, dass jetzt diese ganze U-Ausschuss-Geschichte mit der KASAG eigentlich sehr in eine ÖVP Richtung kippt. Also da schaut die ÖVP gar nicht gut aus. Da haben sich viele gedacht, da wird man sich nur die Freiheitlichen vorknüpfen. Und dann sieht man überall Rottensteiner, Bröll, Glatz-Kremsner, Thomas Schmid, Hartwig Löger. Ja. Alle Leute, die im Zusammenhang mit der KASAG irgendwas bewegen können, operativ entscheiden, auf den Knopf drücken, dass was passiert, sind alles ÖVPler. Und just in dem Moment, wo auch die Öffentlichkeit beginnt es zu registrieren, dass da ja die ÖVP quasi, diese schwarze Krake, plötzlich im Visier ist, in dem Moment taucht das Video auf und alle reden wieder von diesem Gespräch in der Finca. Jetzt haben Sie doch immer so ein bisschen den Verdacht gehabt, den Sie nie beweisen, nie vertiefen konnten, dass hinter dem Video möglicherweise auch Kontakte ins BVD, das Sie ja reformieren, untersuchen und durchleuchten wollten, auch Kontakte ins BVD, also ins Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bestehen. Da, wo Sie gesagt haben, da müssen wir mal ordentlich reinleuchten. Diesen Verdacht haben Sie ja nicht. Sie wissen ja, das wussten Sie selber, das haben ja auch Sie teilweise aufgedeckt, dass dieser Detektiv auf seiner Homepage-Seite hatte ein Selbstlob, wie gut er mit dem österreichischen Innenministerium, nämlich Ihrem Vorgänger,
zusammengearbeitet hat und dass er für die so Lockvogelaktionen durchgeführt hat, das hat sie ja damals schon skeptisch gemacht. Ja, diese Skepsis bestätigt sich ja jetzt und da können Sie, Herr Fellner, keine so feine Grenze ziehen. Da geht es immer um Leute, die im verdeckten Bereich tätig sind. Die sind zum einen für den Verfassungsschutz tätig, zum anderen aber natürlich auch in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Das heißt, da sind wir dann schon auch beim Bundeskriminalamt. Ja. Und das finde ich spannend. Also diese Frage wird noch zu erörtern sein, seit wann hat das Bundeskriminalamt wirklich von der Existenz gewusst? Wenn das die ÖVP-Leute, und da gibt es fast nur ÖVP-Leute drin, gewusst haben, hat die ÖVP nicht doch viel früher schon etwas davon gewusst, als man es bisher zugegeben hat? Sind Leute vom BKA oder vom BVD mitgeflogen nach Ibiza, um dort zu helfen, nicht? Also, zu verkabeln, hat es ja teilweise geheißen. Ja, ne? Ich kann mich an diesen Spekulationen nicht beteiligen, weil ich es nicht weiß, aber ich glaube, dass also, da... Sie haben immer gesagt, das riecht ein bisschen komisch. Naja, es schaut so aus wie die Arbeit von Professionalisten. Es schaut nicht so aus wie eine lustige Wochenendaktion von ein paar Kleinkriminellen. Ich sage es einmal so. Und da erwarte ich mir natürlich auch vom Untersuchungsausschuss entsprechende Erkenntnisse, weil ja dort auch die Beamten des BKA, möglicherweise auch des BVD, als Zeugen geladen werden und unter Wahrheitspflicht aussagen müssen. Also das wird noch spannend werden. Wo ich jetzt ein bisschen skeptisch bin, ist, dass dieses Video zu einem Zeitpunkt auftaucht, wo man sich eigentlich bei der Frage nach der politischen Verantwortung sehr in den innersten Kreis der ÖVP hineinbegeben hat. Stichwort Kasak, lauter Entscheidungsträger der ÖVP, die dort im Visier sind. Ja, Sie meinen, da kommt es wieder gerade recht. Affen ne? Zucker, wie es einmal so schön geheißen hat. Da kommt das Video wieder gerade recht, ja? Damit wir über etwas anderes reden. Gut, nicht? War spannend, Herr Kickl. Also morgen wird es noch spannender. Misstrauensantrag der FPÖ gegen Finanzminister Blümel. Und nächste Woche dann Ihr Freund HC Stache, dem Sie ja so viele Reden geschrieben haben und so viele Interviewzettel noch mitgegeben Sie haben, wie ich weiß, muss ohne Ihre Zetteln vom U-Ausschuss auftreten. Ja, wir sind welche gespannt. Figur wird denn der dort machen? Das weiß ich nicht, das kann er nicht abschätzen. Sie also, sind ja der Meinung, der wandert hinter schwedische Gardinen, haben Sie bei mir in einem Internet gesagt. Ich habe gesagt, dass wenn man in diese Akten hineinschaut, und da bin ich nicht bei dem, was bei Ibiza geredet wird, sondern bei dem, was durch Ibiza alles in Bewegung gekommen ist. Bei dem Spesenskandal. Ja, Spesenskandale und andere Dinge, die noch aufgeschlagen sind mit strafrechtlicher Relevanz. Zum die Beispiel? Die offenbar Inhalte von Chatprotokollen des Herrn Strache also sind. Die so. SMS also da kommt ja einiges hinten noch. Mhm. Und das hat mich zu der Vermutung veranlasst, dass es eher das Landesgericht sein wird als der Landtag. Also Sie sind nach wie vor der Meinung, HC Strache wandert ins Kittchen. Das ist nicht die Frage, ob ich der Meinung bin. Ich kann nur sagen, der Blick in die Akten, das stellt sich aus meiner Sicht so dar, dass es eine eigentlich fast erdrückende Beweislast gibt. Und der Einzige, glaube ich, der noch vom Gegenteil überzeugt ist, ist HC Strache selber. Aber der wird wahrscheinlich auch mit einer ziemlichen Selbstsicherheit behaupten, dass an diesem Abend Sie und ich mit der Oligarchin beieinander gesessen sind und nicht er und der Gudenus. Tut er Ihnen eigentlich noch leid, Ihr einstmals bester Freund? Nein, ich glaube, das ist vorbei. Und ja, mein einstmals bester Freund, Herr Fellner, das werden Sie von mir nie gehört haben, dass er mein einstmals bester Freund gewesen ist. Und er tut mir auch nicht leid. Sie haben ihn immer für einen falschen 50er gehalten, nein. Haben Sie kürzlich mal gesagt. Nein, ich habe gesagt, es hat Indizien gegeben, wo man bei der Persönlichkeit ein bisschen stutzig werden muss. Ja, wenn jemand ein politisches Projekt, wo zigtausende freiheitliche Funktionäre beteiligt gewesen sind am Aufbau, dann so darstellt, als wäre es eine One-Man-Show. Das war eine Kraftleistung von Tausenden in ganz Österreich. Der Niedergang, das ist dann ein oder zwei Personenstück. Ja? Das will er dann nicht wahrhaben. Und er hat auch bis zum heutigen Tag den Satz, dass ihm das leid tut. Und zwar nicht für sich, er tut es ja nur selber leid. Ja? Sondern für diejenigen, deren Lebenswerk zum Teil auch von Ehrenamtlichen und so weiter, der zerstört hat. Das kommt ihm nicht über die Lippen. Und da zeigt sich eine Egozentrik und eine Abgehobenheit, die ist im Nachhinein betrachtet erschreckend. Sie haben sich von HC Strache eigentlich schon früher persönlich, freundschaftlich entfernt, als man glaubt. Schon in der Regierung waren Sie eigentlich keine Freunde mehr.
Nur noch Parteifreunde und das ist ja so gut wie Todfeind. Nein, Herr Fellner, sage ich Ihnen eines, Freundschaft ist ein ganz, ganz großer Begriff, in dem man in Zeiten wie diesen, mit dem man sehr, sehr inflationär umgeht. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die mit dem Begriff Freundschaft inflationär umgehen. Das kommt mit diesen Likes und wer hat wie viele Freunde und. Freunde habe ich ganz wenige. Das ist auch im Übrigen völlig unabhängig jetzt von der politischen Einstellung. Da geht es mir um die menschliche Komponente. Und es hat Charakterzüge an ihm gegeben, die mir nicht gefallen haben. Und es hat mich immer dazu geführt, in bestimmten Bereichen, etwa im Privaten, eine Distanz zu ihm aufzubauen, weil mir das nicht gefallen hat, was ich da gesehen habe. Gut, das war Herbert Kickl. Ein spannendes Interview, wie immer, an diesem Mittwoch. Morgen also Parlamentsabstimmung über das Budget und vorher von Herbert Kickl und der FPÖ ein Misstrauensantrag gegen den Finanzminister. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann hören wir von der Oppositionschefin Pamela Rendi-Wagner, ob sie diesem Misstrauensantrag zustimmen wird. Wir sind gleich wieder da mit der roten Pamela.